Natürlich können wir das Problem in der Kürze der Zeit nur anreißen, aber so viel steht fest, es ist kein Theaterdonner, es ist ein hausgemachter Präsidiumskonflikt, der uns vermutlich noch eine ganze Zeit beschäftigen wird. Kommen wir zum Spiel, das ist Klaus Ottens vom Verbandsligisten VfB Herzlake zum FC St. Pauli gekommen. Der offensive Mittelfeldspieler soll im Angriff für den größeren Druck und für größere Durchschlagskraft sorgen. Und die erste große Möglichkeit für den großen Blonden aus dem Emsland in der 7. Minute, das war die große Chance für den FC St. Pauli, vorzeitig in Führung zu gehen. Auch nach 20 Minuten gab es noch keine allzu großen Erkenntnisse in dieser Begegnung. Die Frankfurter lustlos und harmlos bisweilen. Da gab es nicht eine einzige bemerkenswerte Szene in der ersten Halbzeit. Anders der FC St. Pauli mit Waldemar Stäubing, der den Ball noch mit dem Ellbogen, Sie haben es vielleicht eben gesehen, mitgenommen hatte. Und dann Michael Dahms, der das leere Tor nicht traf. Ja, bis zum Strafraum spielten die Hamburger wirklich erstklassig vor Tor. Aber, das muss man so sagen, waren sie zweitklassig. Was da an Chancen vergeben wurde, das ging schon nicht mehr auf die so oft zitierte Kuhhaut. Dieser Zusammenschnitt aus der ersten Halbzeit dokumentiert haargenau den Spielverlauf. Eine völlig indisponierte Frankfurter Mannschaft und ein ungemein engagiert aufspielender Aufsteiger. Wieder mit Rülsen und Uli Stank. Wir machen jetzt einen Sprung in die Schlussphase der ersten Halbzeit bereits. Weiterhin torlos 0:0. Aber die Chancen der Hamburger wurden klarer. Möglichkeit und Uli Stein mehr und mehr im Blick. Aber das war es dann auch schon aus den ersten 45 Minuten 0:0. Zu Beginn der zweiten Halbzeit beide Mannschaften unverändert. Die Frankfurter jetzt aggressiver und druckvoller. ...19.000 Zuschauer, gute Stimmung im Willem-Koch-Stadion. Möglichkeit für Ralf Balzis. Gespielt jetzt 47 Minuten, zieht den Ball auf den zweiten Pfosten und da konnte Torwart Volker Ippich nur hinterhersehen. Die Hamburger wirkten in den ersten 10 Minuten dieser zweiten Halbzeit etwas irritiert, haben sich aber dann schnell wieder gefunden und hier die Möglichkeit für Gulke. St. Paulis Trainer Helmut Schulte nicht ganz zufrieden. Im Abschluss der Hamburger, da klappte es wie gesehen nicht besonders gut. Volker Ippich, auch er verbrachte einen relativ ruhigen Nachmittag heute. Jürgen Gronau, Klaus Ottens und ein dummes und unnötiges Foulspiel von Roth an dem jungen Mann vom VfL Herzlake. Da gab es gar keine andere Entscheidung als Strafstoß in der 64. Minute für den FC St. Pauli. Egon Plath, der linke Außenverteidiger vom Blau-Weiß 90 Berlin, zum FC St. Pauli gekommen, hat nun die Chance, das erste Bundesligator für den FC St. Pauli zu erzielen. Mit dem linken Fuß keine Chance für Uli Stein, 1:0 für den FC St. Pauli. Zu diesem Zeitpunkt ganz zweifellos eine hochverdiente Führung für den Aufsteiger aus Hamburg. Der FC St. Pauli wirkte jetzt wie befreit. Man konnte förmlich spüren, wie ein Druck durch diese Mannschaft ging. Aber zunächst von rechts noch einmal ein Angriff. Der Frankfurter Stefan Studer, früher selbst beim FC St. Pauli. Und dieses Missgeschick zwischen Hopday und einem Frankfurter Mitspieler ist symptomatisch. Klares Foulspiel, aber sehr gut erkannt von Schiedsrichter Wolfgang Mierswau aus Henningsen. Gibt den Vorteil und Kurzian, Jan Kurzian, der Libero, der ehemalige Libero, muss man sagen, aus der Olympia-Nationalmannschaft der GSSR, erzielt in der 73. Minute das 2:0, das hochverdiente 2:0 für den FC St. Pauli. Ein schulmäßiger Konter der Hamburger. Eine hervorragende Leistung von Schiedsrichter Mierswau aus Henningsen, das sollte man an dieser Stelle einmal sagen. Er erkannte den Vorteil, ließ weiterspielen, zeigte dann aber im Anschluss an das Tor Peter Hopday die gelbe Karte. Leider musste Klaus Ottens dann vom Platz getragen werden mit einer schweren Bänderdehnung. Für ihn kam dann Dirk Zander.
Ja, und jetzt laufen bereits die letzten Minuten in dieser Begegnung. Der deutsche Pokalsieger weiterhin mit dem Rücken zur Wand. Der FC St. Pauli in der Schlussphase ganz offensichtlich auch in der besseren körperlichen Verfassung. Noch einmal ein Angriff über die linke Seite und da wird das Spiel abgepfiffen. Die Bilanz dieser Begegnung drückt die Überlegenheit des FC St. Pauli nicht nur in Zahlen aus. Man fragt sich, was ist mit Eintracht Frankfurt los? Wenn man meine Meinung hören wollen, hier gibt es 11 Solisten, aber kein Team. Erleichterung beim FC St. Pauli nach diesem ersten Sieg. Erleichterung auch bei Kapitän Jens Dube, den ich im Anschluss an dieses Spiel ganz kurz befragt habe. Die anderen ersten beiden Bundesligaspiele auch schon sehr gut gespielt, bloß da war der Mangel, das Manko halt, dass wir kein Tor geschossen haben. Heute haben wir das Tor geschossen und als das erste Tor fiel, da fiel so richtig ein Sack Steine runter und da spielen wir viel befreiter auf und das hat uns mal gefehlt und das war auch für uns gut, für die Zuschauer gut und für alle gut. Und ich vermute, das gibt einer Mannschaft, einem Aufsteiger, gerade einem Aufsteiger natürlich auch für die Zukunft sehr viel Selbstvertrauen. Das ist richtig, jetzt haben wir ein ausgeglichenes Punkteverhältnis, 3:3 Punkte, jetzt fahren wir ganz anders hin jetzt nach Karlsruhe, als wenn wir gleich mit 1:5 Punkten und dann mit dem Rücken zur Wand und okay, jetzt stehen wir im Mittelfeld irgendwo und wollen uns da irgendwo versuchen, so lange wie möglich zu etablieren.